Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build Folge hier zu meinem Modern Penthouse bauen in Die Sims 4. Ich bin Daniel von SimFans.de, wir sind hier im vierten Bauteil. Und ja, hier seht ihr nochmal, was ich bisher so gebaut habe und ja, auch schon teilweise eingerichtet habe. Das wird ein modernes Penthouse hier in San Myshuno. Das ist die Welt aus dem Die Sims 4 Großstadtleben Erweiterungspack. Und ja, ist einfach krass, ne? Krasser Scheiß hier. Für einen Single- oder für ein Pärchenhaushalt erstmal geplant. Und ja, letztes Mal haben wir hier zum Beispiel das Schlafzimmer eingerichtet mit sehr komischer Palmenkonstruktion. Ja, alles so ein bisschen extravagant, natürlich sehr high class. Und ja, letztes Mal sind wir auch hier stehen geblieben bei dem Eingangsbereich. Ne? Ein paar haben gesagt, ja, Mann, da müssen wir nochmal gucken, dass wir irgendwie da vielleicht nochmal den Aufzug, ne, dass die, weil die klopfen ja dann immer an die Tür, beziehungsweise die klingeln dann an der ersten Tür. Und das ist nicht so ganz so praktisch. Deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht machen wir das mal so, wir probieren das einfach mal. Wir können ja hier noch ein bisschen was von der Küche opfern und dann können wir da eventuell, ja, die ist ja eh groß genug, ne? Vielleicht können wir die auch noch so ein bisschen weiter reinziehen, sage ich mal, dass man da hier, wenn wir nochmal hoch, dass man hier eine Theke entfernt und das ganze Ding, also hier dann in den Aufzug rein natürlich, dass man da nochmal so einen Vorraum, so einen Flur quasi, und dass man das Ganze dann hier nochmal ein Stück weiter reinzieht in Richtung Wohnzimmer, dann zwei Kästchen auch, würde ich sagen. Machen wir das mal so, das will jetzt nicht hier wieder, Mann. Dass man da dann einfach mehr Platz hat für, ja, den Flur. Und da machen wir doch dann noch ein Klo rein, weil das fehlt uns da unten natürlich auch noch. Hier erstmal baby.moveobjects. Den Aufzug braucht man ja eigentlich auch nicht unbedingt. Einer wird vorausgesetzt natürlich. Und das mit dem Fenster müssen wir auch nochmal gucken. Aber dass man das dann vielleicht so macht und hier in der Ecke. Ich fand das ganz toll, dass das so eine Nische ist. Aber vielleicht können wir die Nische auch nur ein Kästchen breit machen, oder? Ist das dann nicht parallel? Das sieht auch wieder komisch aus. Weil dann haben wir da nochmal so eine Wandänderung. Ne, eine andere Wandfarbe. Und ich finde das irgendwie ganz cool so. Sieht schon mal geil aus, oder? Ist das geil oder ist das geil? Ja, machen wir das so, weil der Platz reicht uns ja auch in der Küche, ne? Da hat man ewig Platz, ja. So, und dann haben wir da nämlich noch Space für ein, ich ziehe die Wand mal weg, für ein Klo. Oder für ein Bad oder irgendwas in die Richtung. Müssen wir mal gucken, dass wir das hier so machen, weil da müssen wir auch noch die Briefkästen und so hin machen. Wo machen wir das hin? Also hier natürlich rein, aber wie gestalte ich den Flur? Die müssen ja da auch rumlatschen können, ne? Machen wir die Tür vielleicht mal dahin, dann haben wir da nicht mehr Space. Und dann würde ich das aber, glaube ich, schon vielleicht drei Kästchen breit machen, ne? Dass das hier so bündig ist. Und da nochmal ein Räumchen. Jetzt können wir uns sogar überlegen, ob wir von der Küche da irgendwie reingehen wollen oder nicht. Aber, ja gut, hinter der Küche ist halt doof, ne? Von der Aufteilung vom Platz her. So, und da nochmal ein Clou von der Küche weg, das ist doof, und das machen wir nicht. Wir haben hinten auch den Wellnessbereich, da machen wir auf jeden Fall auch noch Toiletten rein. Und da haben wir dann auch unseren Briefkasten und Müllschlucker, die sind ja ganz wichtig hier, ne? Dass man die auch noch hier unterkriegt, und ich würde sagen, wir machen da auch nochmal eine Wand zurück, dann ist das ein bisschen hier offener und ein bisschen großzügiger alles. Und die können wir dann vielleicht auch dahin machen. So, oder da muss ja auch die Tür hin am besten. Oder die Tür können wir auch von innen, ne, die machen wir von innen, die Tür, klar, natürlich. Nicht vom Flur, da muss man nicht in den Flur, wenn man aufs Klo geht. Zumindest nicht in diesen Treppenhausflur, ne? Und da müssen die Sims dann wirklich entlang und das ist dann die Wohnungstür, also die Apartment-Tür oder die Penthouse-Eingangstür. Sieht man schon mal, ne, hoch. Und dann, wow. Und dann muss man da rein und dann ist man hier schon in der Wohnung, beziehungsweise im Treppenhaus erst noch. Und da machen wir dann auch eine Tür hin fürs Bad. Ich weiß noch nicht, ob wir die nehmen, aber jetzt mal. Wäre ein bisschen doof, ne, fürs Bad, gleiche Tür für dich. Ding und dann hier das so, oder? Ja. Würde ich schon machen. Da nochmal so eine Tür. Dann haben wir da nochmal ein WC oder ein Bad im Erdgeschoss. Oben haben wir auch eins. Ein riesiges für unseren Fitnessbereich hier. Ja. Naja, da kann man richtig schön Fähigkeiten leveln hier in diesem Maus, ne? Nicht schlecht, Herr Specht hier. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir die nochmal so ein Stückel weitermachen. Ich bin jetzt gerade am überlegen, wie können wir die auch direkt an den Rand hin machen. Dass man da so irgendwie guckt. Aber ich finde das ganz cool. Auf jeden Fall diese freistehende Theke, die brauchen wir unbedingt. Und ich würde die auch so ein bisschen weiter rüber machen vielleicht. Ich muss auch mal gucken. Vielleicht nehmen wir da auch Bartheken, dass man da sitzen kann. Und hier müssen wir uns auch noch was überlegen. Das ist ein bisschen blöd, weil da können wir keine Theken unter die Fenster stellen. Wobei das so eigentlich auch geht. Da sieht man sogar den Rahmen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Aber mal gucken, ob wir überhaupt so viel Platz brauchen. Also ich finde das auf jeden Fall schon mal nice hier. Ne? Schon mal richtig schickimicki hier. Wow.
Schade, dass man keine Herddinger hat, die man so auf die Höhe machen kann. Ne? Das wäre voll cool. Aber dann haben wir richtig schöne Schränke auch. Also lasst uns hier erstmal weitermachen. Da reizt es mich auf jeden Fall. Wir haben da so tolle Schränke auch. Das ist so richtig, richtig cool. Da können wir auch uns überlegen, ob wir da vielleicht noch eine zweite Farbe mit reinbringen. Ich finde die schwarzen ja immer ganz geil. Weil das hat auch schon was irgendwie, dass man das so ein bisschen rumspielt mit der Farbe. So einen leichten Holztouch da drin, aber das Problem ist auch, diese Holzfarbe, die ist so leicht anders, ne, als die Theken. Ne? Und die wird ein bisschen gepfuscht irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ja, es ist halt immer die Frage, ne, macht man schwarz-weiß oder nicht? Und ja, ist immer so ein bisschen doof, immer so ein bisschen kritisch hier. Also wo machen wir denn den Kühlschrank hin? Wir gucken erstmal rein, Kühlschrank, ne, ist ja das Wichtigste da natürlich. Und da gibt es auch diesen tollen. Wobei wir den auch wieder schwarz machen könnten. Sind schon nice. Schon nice, Jörni. Haben wir irgendwie eine besondere Lampe an die Wand hin oder so. Das ist schon geil. Also den finde ich richtig, den finde ich richtig cool. Den können wir auf jeden Fall da reinpacken da. Und dann lasst uns doch da. Lasst uns doch da. Oder machen wir den da hinten in das Eck? Das ist echt schwierig, jetzt erstmal die Aufteilung, ne, da zu machen. Wenn man da den Kühlschrank reinsetzt, da wäre er, glaube ich, besser aufgehoben. Weil mir fehlt dann da doch so ein bisschen die Thekenfront. Ich hätte da schon gern so ein bisschen Theke hier noch am Ende des, ne? Können wir vielleicht sogar eine Bar reinstellen oder so? Mal gucken. Wobei jetzt hier muss ich sagen, das Weiß vielleicht besser ist, aber das Weiß ist auch so komisch. Also mit der Farbe von der Küche bin ich noch nicht ganz so zufrieden, ne? Ihr merkt das auch vielleicht. Rot ist natürlich auch heiß. Das ist so der Porsche unter den Küchen dann, ne? Und das passt auch besser zusammen. Aber so rot ist dann schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Grau hat auch mal was. Haben wir noch nie gehabt. Das ist ein bisschen farblos dann halt, klar. Also ich fand das Braun schon nice, aber bei den Schränken bin ich mir noch nicht sicher. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir bei den Schränken das auch so machen. Das Braun ist schon geil, ne? Schon geil. Wahl der Wahl hier immer. Oh Mann. Da müssen wir jetzt hier nochmal gucken. Da haben wir natürlich auch noch andere Schränkchen. Ja, dann gucken wir mal nach denen hier. Ich sage jetzt nicht, die sind auch wieder leicht anders. Das gibt's doch nicht. Dann nehmen wir aber die, ne? Bisschen besser. Die sind so irgendwie falsch braun. Und die sind dann immerhin noch zwar heller, aber irgendwie noch, oder? Was haben wir denn da noch? Haben wir das und das und das. Ne, das sind die dunklen. Ja, ich glaube, das ist schon das Richtige dazu. Und dann haben wir das hier. Das passt ja auch nicht. Alles leicht anders, ne? Wie man es dreht und wendet. Das hier passt noch am ehesten, aber das ist so ein bisschen. Gut, das passt eigentlich auch ganz gut. Ich find so ein Braun, das ist so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen Tropenholz, aber in die Richtung. Also, dass man da kann man bestimmt schön mit Grün mischen. Das ist so ein richtiges Dschungelbraun. Finde ich irgendwie. Das ist schon cool. Schon interessant hier. Ja, und da dann vielleicht nochmal einen geschlossenen Schrank. Haben wir da nicht auch einen geschlossenen? Nehmen wir so schönes Milchglas, ne? Das ist echt cool. Wir könnten auch so ein bisschen was machen, dass man das ums Eck rum, aber das ist, glaube ich, ein bisschen too much dann, ne? Oder zwei ist im Einzelnen, das ist auch cool. Das ist urschcool hier, da müssen wir mal gucken. Die war es jetzt, glaube ich. Können wir probieren das jetzt mal mit der. Ah ja, genau, die gibt es ja auch noch. Die gibt es auch noch. Ja, geschlossene Schränke gibt es gar nicht, aber dann nehmen wir wenigstens so einen anderen und der ist sogar ein bisschen schmaler und das passt sogar, dann müssen wir das nicht so weit in die Wand da raus, weil wenn man das so, ich zeige es nochmal kurz, wenn man das hier so platziert nach dem Kästchen, dann ist da rechts die Wand im Schrank drin und das ist ein bisschen blöd und das will man ja nicht und deswegen nimmt man da einfach den schmaleren Schrank, der ist echt ein bisschen schmaler und dann hat man den bis zum Rand und ja. Ja doch, ich finde das ganz cool. Doch, das ist echt, das ist interessant jetzt hier. Das ist interessant. Also diese Farbkombi gefällt mir dann auch und die Schränke passen dann auch. Wobei die natürlich farblich auch nicht ganz so passen, aber eher noch als die anderen. Und da gibt es ja auch so Eckschränke. Da müssen wir gleich mal gucken, weil da gibt es richtig schöne Glasrundungen. Das ist richtig cool, da können wir gleich mal rein. Ja, das ist natürlich auch heiß, ne? Das ist auch heiß auf Scheiß hier, ne? Das ist ja schon. Ja, das ist schon geil einfach, ne? Das ist schon cool. Weil wir da auch wieder Platz dann verschenken. Da gibt es auch so tolle Eckentheken. Wie mache ich das denn hier? Oder sollen wir das Ding einfach umdrehen? Das wäre natürlich auch noch eine geile Möglichkeit. Ne? Wir drehen den Winkel. Wir machen das so. Ich glaube, das ist besser.
Dann können wir da auch 4 Stück machen. Dann sind wir nicht so weit im Raum drin, haben trotzdem hier noch Luft. Auf jeden Fall, ne? Und dann ist das hier irgendwie eine rundere Geschichte, sag ich dazu mal. Eine rundere Geschichte, oder? Wobei, wenn wir die noch ein bisschen weiter nach rechts ziehen, also den Herd möchte ich eigentlich auch schon in die Mitte rein, ne? Entweder Spülbecken oder Herd. Na, da hinten wäre auch gut. Also wenn man da jetzt eine abgerundete Endtheke nimmt, dann wäre das Ganze so ein bisschen schmaler und dann könnte man das so ein bisschen noch, also das ist mir ein bisschen zu eng da am Rand, muss ich sagen. Also machen wir das doch mal dahin. Probieren wir das einfach mal, wie das aussieht, dass man da dann vielleicht so ein bisschen was, ja, ein bisschen was Geschwungeneres auch noch hat. Volle Kraft voraus hier, wow. Ist so toll mit dem Milchglas einfach. Und wenn man da dann coole Lampen hat und alles, das ist glaube ich ganz nice dann. Also wir probieren das mal, dass wir dann hier unsere Shrank-Wand verlängern. Da machen wir das aber nicht, da machen wir die. Und da drüben machen wir dann, ich mache es erstmal ganz grob. Können wir immer noch andere Schränkchen auswählen. Und da dann so einen halben Schrank, ne? Damit die auch ja noch an den Kühlschrank da reinkommen. Also sonst zicken die Sims wieder ein bisschen rum manchmal. Sollen wir da komplett mit Dingen pflanzen? Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Also ich fände es, glaube ich, auch ganz nice, wenn das so ein bisschen lockerer wäre alles. Da könnt ihr mal was probieren. Wenn man das irgendwie so macht, mit so einem flachen Ding. Komplett nur. Und da dann vielleicht so ein bisschen Grünkrams runterhängen lässt oder irgendwas. Hier vielleicht nochmal hier nochmal sowas. Weil das ist auch geil. Man könnte die auch hier so übereinander stapeln. Und dann ist das auch richtig cool, oder? Sieht besser aus. Das ist schon nice. Ah, ist schon geil, oder? Ist schon geil. Yes. Ah, das ist cool. Das wird toll. Dass man da vielleicht noch ein kleines Regal reinhängt. Aber das darf nicht so wuchtig wirken. Das muss schon zu locker sein. Ich glaube, mehr Schränke ist dann auch als Ende Gelände. Jetzt sehe ich gerade, wir haben ja 3 und da eine und dann schon wieder alles vorbei hier mit dem Platz. Von wegen riesige Küche, Daniel, ne? Da kommt ein Herd hin, unbedingt. Und das ist wieder blöd, dass es keinen gibt ohne diese blöde Front da oben oder diese, ne, Leiste. Das ist so ein schöner Gasgrill, Gasherd ist auch geil, aber der ist natürlich modern, ne? Weil es den auch in Schwarz gibt und in diesem Braun da. Also ich finde den Schwarzen da, glaube ich, ganz passend. Ja, machen wir das mal so. Let's do this. Let's do this. Und dann machen wir uns hier doch vielleicht. Ja, da muss eigentlich schon eine Bartheke hin, ne? Aber dann nochmal eine Bartheke ist ja Käse, oder? Käsekuchen, das ist voll eingekesselt und wieder so wild. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wir probieren das einfach. Es gibt ja auch, wie gesagt, diese Bartheken. Und die kann man. Ist das die richtige Farbe? Die da, ne? Und die kann man auch so hinmachen, dann an diese Wand. Und dann könnte man hier. Saschen, hier, da ist dort der Endstück. Da könnte man hier so sagen, dass man da irgendwie sich hinpflanzen kann. Das ist ein schmaleres Stück und das ist das Endstück dann. Ne? Ja, das ist schlecht. Aber wenn man das hier nochmal verlängert, dann ist es wieder zu breit. Also ich hätte schon gern irgendwie was Besonderes halt. Das ist mir wieder zu langweilig. Also da eine schöne Barhocker. Das ist schon cool. Das ist auch nochmal so ein bisschen abgetrennter dann doch. Da zu sitzen passt natürlich auch. Und man hat hier ja auch den Platz. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie schon, ja. Wenn man mir das nur so kurz auch. Ja, noch ein, dann da noch einen halben. Dann da noch so ein Endstück mehr oder weniger. Man könnte auch so eins nehmen. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Ja, 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 das ist besser. Noch besser, genau. Ja, ja, das ist cool. Und da kann man sich jetzt dann hinpflanzen. Kommt vor. Kommt zurück, kommt vor. Hier dann, schöne, schöne, schöne. Ja, da müssen wir die auch aus coole Küchen nehmen, ne? Ich würde die dann gerne weiß machen. Vielleicht können wir hier ein bisschen, oder sollen wir ein bisschen in das Braun reingehen oder sogar eine Farbe verwenden? Also ich würde schon gerne so ein bisschen vielleicht weiße Highlights dann noch. Also ich stelle mir das vor mit Grün dann noch. Sieht man jetzt noch nicht so gut. Aber hier auf jeden Fall Grün mit rein. Und
bin immer noch am Überlegen wegen dem Boden, ob wir den nicht doch vielleicht verlängern. Ist halt schon besser, wenn es aus einem Guss ist, ne? Mal drehen, Punkt und Komma, das ist hier die richtige, genau. Fliesenvervollständigung ist hier, ne? Ja, genau. So ist das doch gut. Okay, also ich würde es mal so machen. Ja, bin ich ganz zufrieden mit. Also hier muss auf jeden Fall noch das hin. Und da weiß ich noch nicht, ob ich da jetzt auch schwarz machen soll, weil es ist schon ein bisschen dunkel dann. Ja, hier ist schon hinten das Highlight, ja? Oder wir drehen das ganze Zeug um. Dass wir hier quasi das hell machen. Hinten das die Dinger da schwarz. Ja, und hier wieder der Teller. Das hat auch was vielleicht. Ja, da muss dann schon schwarz sein auch. Ja, andersrum hat es mir jetzt irgendwie besser gefallen, ne? Ja, andersrum ist besser. Und da muss man eigentlich dann schwarz machen. Wobei wir das wirklich noch mit so... Also wir brauchen jetzt erstmal Lampen. Sonst kann ich mir das wieder nicht hier. Das ist wieder so düster alles. Und dann sieht einfach scheiße aus. Ich würde fast sogar diese da nehmen. Die sind richtig cool. Oder die da. Die sind auch geil. Die sind fast schon wieder zu tief dann, ne? Die sind natürlich schon geil extravagant hier, ne? Auch voll die geile Höhe hier. Das täuscht wieder total. Also ich würde hier auf jeden Fall das mit dem Grün machen. Weil da haben wir auch wieder das Braun dann dabei. Und die müssen da echt schön über die Theken dann. Dass man da so cooles Licht hat. Bisschen weiter zusammen noch. Zwei Stück, ne? Ja. Und drüben holen wir uns dann die mittelhohen, würde ich sagen. Und da nochmal die auch nochmal hat. Und ja, ne, da nochmal auf jeden Fall, oder? Abzugsmäßig bis schlecht zum Herden in der Mitte. Die werden einfach eingesaugt hier, ja? Das wird hier eingesaugt. Okay, ah, das sieht schon komisch aus. Ich muss das jetzt echt mal probieren mit dem Grün an der Wand, weil das reizt mich jetzt total. Und ich würde das so gern mal machen, dass man das irgendwie mit dem Grün hier mit einbaut. Eventuell auch mit diesen Säulendingern da. Neben dem Kühlschrank, oieiei. Das ist natürlich auch schwierig. Also ich würde den Kühlschrank, glaube ich, dann doch vielleicht da reinpacken und das Ding dahin. Das hat dann so einen schönen Touch. Der ist dann so schön eingelassen da hinten, ne, irgendwie. Und das Ding da ist dann auch rüber. So. Ja, machen wir das mal so. Das ist schon nice, ne, mit dem Grün. Nicer Scheiß, sag ich dazu nur. Ja. Also das ist schon cool. Man darf es wieder nicht übertreiben. Ich übertreibe das immer ganz gern. Das ist ja auch ein bisschen immer alles krasser. Wobei wir hier das vielleicht gar nicht so unbedingt brauchen. Also ich würde mir gerade mal echt am Überlegen, bin ich da, ob mir das nicht doch irgendwie besser gefällt, wenn wir das so einfach machen. Und dann wirklich diese Wand als Highlight-Wand lassen. Und hier haben wir dann nochmal ein bisschen mehr Space. So. Ja. Und das dann wieder ein bisschen weiter nach rechts. Und hier ist so bündig, genau. Schon cool. Das wird noch cool. Das wird noch cool, da bin ich überzeugt von. Das kriege ich hin. Ich nehme mir viel vor hier wieder. Ja, es ist echt nicht so einfach. Probieren das mal. So. Und dann, also das mit der Küchenfarbe, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich die nehmen will oder nicht. Natürlich könnte man wieder schwarz-weiß machen. Das wird immer passen. Aber will man das jetzt immer machen? Also es ist immer so eine Gratwanderung. Am Ende ist doch dann schwarz-weiß am schönsten. Wobei diese Theken auch geil sind, weil die haben oben diese Oberfläche, die sind genau in der Farbe von der Wand. Das ärgert mich halt wieder, weil ich hätte es so gern so gehabt. Aber dass es da nicht die passenden, richtigen Schränke gibt, wobei das jetzt so, wenn man es so betrachtet, jetzt eigentlich besser aussieht. Nee.
Also es ist schon besser, glaube ich. Ein bisschen dezenter auch. Passt auch zur Tür, mal davon abgesehen. Und es macht ein bisschen heller das Ganze. Wir haben die Farbe hier nochmal aufgegriffen von der Theke, von der Wand. Und ja, irgendwie ist das runder, ne? Nicht die Theke, sondern die Farbabstimmung. So ist das irgendwie runder, eine rundere Sache. Ja, wir machen das so. Also das gefällt mir auf Anhieb besser. Ich möchte es nicht schwarz-weiß machen, ehrlich nicht. Weil wir auch hier dann wieder so ein Beige besser fänden, ne? Oder ein Schwarz, ne? Dann wäre schwarz-weiß, dann schwarz und dieses Metallische. Das ist eigentlich dann die Konsequenz davon. Okay, jetzt probiere ich das mal aus, dass wir da so ein cooles Wandregal erstmal hinmachen und dann die Beleuchtung. Weil das ist ganz wichtig bei so einer Küche. Dass es so ein bisschen funkelt, ne? Und hat man ja die hier, aber die ist ein bisschen doof. Weil man mit denen auch mal was Cooles machen könnte. Man könnte die so, so irgendwie machen. Aber ich möchte das, glaube ich, frei haben da drin. Also ich möchte da wirklich was Freies haben. Man immer die Theke nicht mehr benutzen, wenn man so ein Schränkchen da nimmt. Aber es ist schon auch cool. Also man kann da schon einiges draus machen. Auch jetzt hier, ne? Also wenn man da jetzt eine Theke rausnimmt, könnte man das hier so irgendwie so reinmachen. Das hätte irgendwie nochmal so was Besonderes irgendwie. Sieht jetzt hier irgendwie langweilig aus. Also da muss man schon irgendwie noch was machen. Da kommen ja auch noch die Geräte rein und dann wird es eh nochmal ein bisschen konfuser. Aber dass man hier auf jeden Fall dann so ein schönes Holz nimmt, wenn es denn eins gibt. Ich will jetzt mal das nehmen, weil es auch so ähnlich hell ist wie diese Oberfläche. Und das dann hier so reinziehen, wobei das auch so schon reicht. Ja. Deko. Wir machen jetzt mal hier alle Anzeigen und dann alle Anzeigen aus dem coole Küchen. Mein Lieblingsküchenpack, haha. Da gibt es auch noch natürlich das schönere Spülbecken, ganz klar. Wobei das da hinten auch so ein bisschen ist okay. So ein bisschen unaufgeräumt aussieht, würde ich schon fast sagen. Aber so, dass man das dann hier mit der Farbe macht, und das ist ja grau, oder nee, sogar mit dem Weiß. Schwarz-Weiß ist natürlich auch cool. Nehmen wir mal eine Schwarz-Weiß. Ja, sehr reduziert hier alles. Dann kann man das so ein bisschen Zubereitungsoberfläche machen. Das ist schon cool, ne? Ein bisschen makaber. Das könnte man auch wieder dahinter verstecken. Man müsste als Deko-Element verwenden für das Hashtag Grün. Das sieht man kaum. Ne, ich fand das ganz schön, dass das so ein bisschen noch durchguckt. Brauchen erstmal ein Pflänzchen. Das brauchen immer viele. Ich höre es immer wieder, ich lese es immer wieder. Viele wollen einfach ein Pflänzchen haben. Also dann wirkt die Küche gleich sofort irgendwie schöner. Das ist so eine Sache. Die Deckenlampen blenden sich ja auch aus zum Glück. Oh, die Spots sind natürlich auch heiß. Die kann man leider jetzt nicht da jetzt irgendwie in den Schrank reinplatzieren. Die kleben sich immer an der Decke hier fest, die blöden Dinger da, ne? Könnte man höchstens vergrößern, aber dann sind sie halt zu groß. Bei der Wandtür ist es halt zu krass. Das ist auch geil eigentlich. Wir machen die mal dahin. Dann haben wir die nämlich als Highlight bei der Bartheke. Und da haben wir dann so, ja, diese Küchen. Ja. Aber das ist cool, auch schöner Kontrast mit der Wand hin. Und, oh, das ist natürlich auch geil. Das würde auch gut da reinpassen. Das wäre sogar farblich genius dafür. Ja, dann machen wir doch das. Ja. Daniel bastelt wieder zu viel selbst hier. Wir machen das da rein. Wenn das so schön da passt, dann nehmen wir das doch. Dann machen wir das aber, machen wir das mittig oder rechts oder links. Jetzt mal da so hinmachen. Sollen wir das vielleicht ein bisschen verkleinern? Also mir ist das ein bisschen zu groß irgendwie, muss ich sagen. Und ich finde die kleinen Döschen, das sehen irgendwie ein bisschen echter aus. Die anderen sind so riesig, riesige Oschis sind so groß im Kopf. Und da dann Schnibbelkrams. Oh, mit grünen Messern, ja, die werden die gekauft. Ja. Das machen wir doch so, oder? Oder nicht, oder wie, oder was, oder so. Ja, was fehlt uns hier jetzt noch? So ein paar Bücher, das ist natürlich auch mal ganz schön, wenn man das ein bisschen Krams noch rumstehen hat. Wobei man das hier ja auch irgendwie hier so nehmen könnte, als dass man da nochmal so eine Art Sideboard macht. Ich probiere das jetzt mal aus, weil es gibt ja diese
diese Dinger da. Ich kann mir auch ganz unten an die Wand hin machen. Und ja, aber ich würde dann, glaube ich, solche da nehmen. Einfach mal andere. Jetzt muss man gucken mit der Bartheke natürlich da. Das ist ein bisschen doof. Aber dass man da nochmal wie so eine Ablagefläche hat. Also das hier passt natürlich dann auch wieder nicht. Ne? Ich bin jetzt ganz überlegen. Also ich finde auch, glaube ich, die Rundung, die passt da jetzt irgendwie nicht mehr so rein. Wir haben hier die Rundung weggemacht. Ich mache das hier mal auch weg. Auch wegen dem Platz. Und da ist vielleicht auch ganz sweet. Ne? Dass man ein bisschen was reinmacht. Und zwar die Sitzgelegenheiten. Ja, jetzt wartet mal ab. Die wäre natürlich auch schön gewesen hier. Kann man den da eigentlich reinpacken? Ja, ist das dann, oder guckt der raus? Oder ist das, wie ist das? Ne, dass man hier so eine Sitzgelegenheit hinmacht. Ich nehme sogar an, die können da sogar sich hinsetzen. Das ist nicht mal irgendwie dann verbuggt oder so. Weil man die Lehne da eigentlich auch nicht braucht. Natürlich auch heißer Scheiß, ne? Das ist auch heißer Scheiß, ja. Das ist schon extravagant. Also es gibt ja auch diese Oberflächen, die man da nehmen kann, also diese Sitzgelegenheiten, die man da nehmen kann. Und die setzen sich da dann auch wirklich drauf. Und es gibt ja am besten ist ja immer noch sowas dann irgendwie, aber das ist auch wieder zu tief, merke ich gerade. Warum ist denn das zu tief? Normalerweise geht das doch. Aber diese, die da müssten passen. Die müssten genau rausgucken. Auch nicht. Die können wir das auch nochmal tiefer schieben. Mal gucken, wann kommt die Oberfläche da raus, ne? Die Polster und so. Dass man das so macht irgendwie. Das ist schon... Ja, das ist, so rum ist es besser. Und die machen wir dann auch so in so einem Beige-Weiß oder halt ein komplett Weiß. Weil das ist dann halt ein bisschen schöner, ne? Machen wir es mal so. Ich glaube, die kann man die nicht noch ein Stückel tiefer stellen hier. Das wär noch besser, weil ich weiß nicht, ob das klappt, wenn man die jetzt, ja, da guckt vorne dann das Scheiß hier raus. Das will ich eigentlich nicht. Wenn ich so weit nach hinten, dann hängt es da in den Fenstern drin. Das ist auch blöd. Mensch. Mensch. Die auch, ne? Die sind noch breiter sogar. Ich glaube, die gehen besser. Die gehen, glaube ich, besser. Gucken wir mal, ob wir da eine schöne Oberflächenfarbe finden. Oh Gott. Ja, das Grau ist nicht schlecht. Ja, dieses Grau-Weiß ist nicht so schlecht, ne? Das ist doch cool. Ja, wir nehmen das. Ja, das andere war es vom Polster irgendwie besser, aber ich würde auch gleich zwei Stück hinmachen. Können die Friends hier chillen. Jetzt gucken wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Wenn nicht, dann müssen wir uns überlegen, ob wir es trotzdem nehmen. Hier teleportieren, come on. Setzen bitte, machen Sie Platz. Ah, jetzt setzt du dich hier hin, du Schlaumeier. Aha, ich bin ja so witzig. Setz dich mal da hin, komm. Ja, so geht's. Also müssen wir das hier, das ist ja gar kein Problem. Wir können das Objekt einfach blockieren, indem wir... Ist auch ganz interessant immer. Ich versuche ja immer auch Tipps und Tricks mit einzubauen. Da helfen die Regale ganz gut dafür. Ja, also wenn man die hier nimmt, kann man auch gern kleiner machen. Und die dann da so rein flätscht. Ja, das ist so viel, das ist eine Wand. Aber dann wir nutzen die das hier nicht so arg. Nutzen die das hier nicht. Probieren wir das mal aus. Ich glaube, der kann dann noch, weil es ein Wandobjekt ist und die können sich ja unter Wandobjekte setzen. Nee, das setzt sich nicht mehr hin. Also gut, probieren wir es da nochmal. Nee, da läuft er nicht mehr hin. Das ist gut. Probieren es nochmal 10 Mal, dass es irgendwie auch so hinhaut. Geh mal da hin. Na, ja, das sitzt da schon. Ja, dann klappt das doch. Also gut, dann haben wir den Platz, das nämlich dazwischen blockiert und dann setzt er sich nie mehr in den Rand. Sehr gut. Also denn. Sehr gut. So muss man das testen dann alles, ne? Das ist doch cool. Okay. Du darfst wieder verschwinden übrigens. Du darfst dich wieder verpissen hier. Aber man merkt auch mal gleich, wie klein der eigentlich ist, ne? Also die Küche ist schon riesig. Hallo, geh mal da hin. Ist schon cool. Okay. Daniels Küche geht weiter. Viele wollten auch, dass ich die Küche mache. Ja, ich habe es gesehen, aber ich möchte jetzt heute mal irgendwie die wieder machen. Ich nehme die auch so oft.
Die Polyküche nehme ich auch oft, okay. Also brauchen wir da auf jeden Fall noch Beleuchtung. Das ist ja auch wichtig. Dass wir hier, ja, meine Lieblingslampen reinpacken. Die sind einerseits, also man kann die auch mal verkleinern, mit einem Verkleinerungssheet. Und dann kann man die da so reinsetzen, weil die bringt immer so ein bisschen Wärme rein. Das heißt ein bisschen viel, aber ist ganz gut. Und dann haben wir da ein schönes Licht einfach. Von oben auch, wenn man da dann was kocht, wird das toll bestrahlt. Und ja, da drin können wir vielleicht auch nochmal sowas machen. Wobei wir da auch, ne, seht ihr gleich mal, wie schön warm das dann wird auch. Und es ist dann einfach irgendwie, ja, ne, ist schön erleuchtend. Leider strahlen die nur nach unten. Ich hätte gerne diese Funktionslichtlampe hier auch nach oben gestrahlt, aber es geht noch. So, machen wir das mal so. Und dann machen wir auch nochmal eins rein. Da sieht man gleich, wie schön das dann belichtet wird, beleuchtet wird. Ja, ist schon gleich mal, ne? Viel wärmer alles, viel cooler irgendwie. Ich finde das total Dschungel-like jetzt hier. Welcome to the jungle. Wer ist noch im Dschungelfieber gewesen, müssen wir ja fast schon sagen. Lobada, hier, was haben wir noch? Was haben wir noch? Grünkrams. Ich muss mal gucken an der Wand, da gibt es dann nochmal auch so tolle Sachen. Sowas, irgendwie so ein Glasding oder irgendwas. Können wir irgendwas damit machen? Können wir das irgendwie nochmal irgendwie so ein bisschen extravaganter machen oder irgendwas? Na, wisst ihr, wie ich meine? Irgendwas Cooles hier, sowas vielleicht. Oder irgendwie ist das zu. Nee, ist das zu. Geht zu weit rein. Wir können das ja auch verkleinern, ne? Das ist ja kein problematisches Problem hier. Nochmal eins sogar. Das könnte man sogar als Regal oder so mal nehmen. Das ist dann gar nicht mal so schlecht irgendwie. Da macht hinten so einen komischen Schatten dahin. Aber ne, für irgendwas kann man das bestimmt auch mal verwenden. Ist gar nicht mal so verkehrt. So ein Ding da mal zu nutzen. Ah, hier passt jetzt nicht so gut. Das hier auch. Das ist auch so ein schönes Objekt und macht immer so einen behinderten Schatten, wenn man es verkleinert. Aber ist auch sweet irgendwie. Hat vielleicht sogar was. Also wenn man da nicht richtig geputzt hätte, könnte man sogar den Fehler als Design-Element benutzen, wie wenn das so gewollt wäre, dass man da so Streifen hat. In dem Fall sieht es jetzt aber komisch aus. Ja, das Ding wird auch so dunkel irgendwie, keine Ahnung. Ja, muss auch ein bisschen probieren heute wieder. Oh, das ist auch so toll. Jetzt auch können wir ein bisschen das Weiß. Weiß haben wir uns ja verabschiedet, aber dann haben wir das Beige auch. Das hier ist auch ganz sweet. Ist auch was, ein tolles Ding. Ne? So ein bisschen, kann man ein bisschen Kräuter anbauen. Gucken wir aber nochmal weiter nach der Küchenwand-Deko. Sonst bin ich wieder so lahm, ne? Ich bin immer so lahm, wenn ich da so erzähle und mir das angucke. Und da nehmen wir dann auch wieder so ein Grau-Weiß, oder? Na, echt mal gucken, was wir als dritte Farbe nehmen. Aber ist das Weiß, ne? Das muss man jetzt schon irgendwie ein bisschen unterkriegen damit. Ja, ich finde das ganz cool, dann machen wir das vielleicht dann auch weiß. Das ist Betonweiß dann auch. Und deswegen nicht. Lassen wir das hier so. Und das hier wird auch. Das bleibt auch wegen dem Regal. Aber das machen wir schwarz. Das ist mir da lieber. Ja, die sind auch so toll. Ich überlege schon die ganze Zeit, wo kann ich die denn unterbringen? Jungen. Was machen wir denn damit? Das ist so irgendwas, so ein bisschen was Frisches. Irgendwas Cooles. Was Dezentes auch. Ich finde diesen Kohl da total nice. Die können wir da vielleicht aufhängen? Oh ja, das ist cool. Da kommt ein bisschen Frische rein. Da ist irgendwas, genau. Ja, ist auch nicht schlecht. Ein bisschen Farbklecks einfach, ne? Also ich fand jetzt diese Chili-Dinger da ganz cool. Ja, die passen irgendwie zu dem Ding. Und da machen wir dann nochmal was. Dann müssen wir die nehmen, glaube ich, oder die Orangi. Ich finde die jetzt irgendwie cooler. Ach so, das sind auch so drei Stücke, gut, drüben sind es vier, aber dass man das hier vielleicht irgendwie so macht, dann haben wir das auch so, ne? So ein Dreiergespann. Das ist ganz nice. Gucken, dass die auf der gleichen Höhe sind. Hier, ja. Ein bisschen Farbklecks. Die Wand sieht man ja auch, ist ganz wichtig. Wenn man spielt, ist ja die oben. Ja, das ist dann wichtig. Okay, hey, die leuchtet ja schon richtig, diese Küche. Ich finde das ganz cool, wenn man das hier immer irgendwo hinsetzen kann. Und dann hat man da nochmal so ein bisschen was Kommunikatives auch.
Ja, was fehlt denn jetzt noch in der Küche überhaupt? Also auf jeden Fall Geräte brauchen wir noch. Oh, so ein Brettchen ist auch toll immer. Ist auch diese schöne Farbe. Wir machen das hier mal hin, weil die meisten Sims werden hier schnibbeln, wenn da der Kühlschrank ist. Machen den auch so ein bisschen aus der Wand raus, dass er nicht da so drin klebt in der Wand. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Und da haben wir noch das hier, das ist auch so cool. Wobei ich das Grünzeug jetzt hier irgendwie so ein bisschen... Ja, eher dann hier, ne? Aber da ist doch schon der Rest. Aber dann machen wir da die Messer hin. Genau, es wird besser. Wir machen hier das Grünzeug hin und die Messer nehmen wir nach drüben, weil da schnibbelt man. Ja, da spült man und da tut man zubereiten. Hier mit den Löffeln, mit den Gewürzen und so was halt. Das können wir auch sogar in den Braun machen. Da ist ein bisschen zu viel Braun. Also ich finde das irgendwie dann schon gut, wenn das so in einer... Irgendwie passt das nicht so ganz. Da haben wir ein bisschen zu viel Krams hier. Wenn dann würde ich das so machen. Die Löffel da, die stören mich irgendwie. Ich kann ja gar nicht sagen, warum. Kann ich gar nicht sagen, warum hier. Das ist mir so ein bisschen ein Dorn im Auge. Vielleicht mach die weg. Und da hat man dann diese sowas hier. Wisst ihr, was ich auch ganz toll finde? Nee, wisst ihr nicht. Wobei, wir können ja so Regalbretter nehmen. Das müssen wir heute noch machen. Die gibt es ja auch in der Farbe, so in der ähnlichen Farbe. Und dann kann man da so Schüsseln draufstellen aus dem Debug. Dann sieht das nochmal ganz cool aus. Und lasst uns das so mal machen. Ja, die sind ja super ausgestattet hier, was? Und... Haben wir da oben noch mal sowas oder nicht? Oder wie? Oder was? Also hier ist mir dann auch wieder sowas. Will ich was schwarz-weiß oder will ich das hier das braune haben? Oder. Irgendwie fehlt mir ja auch noch ein bisschen Licht. Haben wir da echt eine Lampe reingepflanzt? Hier fehlt irgendwie noch ein bisschen was Beleuchtungstechnisches hier, ne? Will mal gucken, ob wir vielleicht so eine da reinhauen noch. Weil die sind ja auch noch da, das ist immer ein bisschen. Ja. Raumlicht. Da dann zu Schüsseln rein. Jetzt kommen wir aber hier, Daniel, auf hier. Das machen wir jetzt heute noch. Die Baby-Punkt Move Objects. Ziemlich cool. Also off? Ah, nicht Move Objects. Baby-Punkt Move Objects wieder an. Baby.show Hidden Objects natürlich. So. Richtig geschrieben. Ja, ich hoffe. Debug rein. Und da geht es nämlich den ganzen Kram. Ist denn schön. Ach ja. I like. Jetzt stelle ich wieder alles voll hier, ne? Dann erst keine Mikrowelle und Krams. Aber das ist so cool irgendwie. Wenn wir da noch so ein bisschen was Freies hinstellen, nochmal irgendwie so ein Becher oder so eine Schüssel oder irgendwas. Das macht einfach so viel her, ne? So ein bisschen Krams, was da rumsteht. So ein paar Regälchen. Ich bin ja ganz am überlegen, will ich die da drüben auch oder nicht oder doch oder was. Gleich mach da nochmal ein Regal hin und pack das Ding dann hoch. Oder so, oder nicht? Das ist auch wieder im Weg immer alles, ne? Nicht zu fassen hier. Nicht zu fassen. Wir haben jetzt ein Stück Grün hier an der Wand, ne? Da kannst du das nicht hinmachen. Echt keine Wandfläche mehr, das gibt's doch nicht. Ich fand, es ist schon besser, wenn das da war. So was Lockeres ist. Ne, hier ist ein bisschen vollgestellt und rechts dann lockerer. Würde auch gut so eine Kaffeemaschine aussehen dabei. Wir müssen echt gucken, dass wir uns das Zeugs hier nicht vollbauen. Da ist gar was drin, das nehme ich dann nicht. Jetzt nehme ich auch welche ohne voll. Oh Mann. Rührschlüssel. Na, dass da einfach noch ein bisschen was rumsteht. Außerhalb der Schränke. Aufpassen übrigens bei Backblechen. Die können echt hier richtig in Flammen aufgehen, ne? Ja, so ist das doch cool, oder? Jetzt haben wir da die Theke auch gelegt. Dann belegen wir nur die Theke. Ein bisschen praktischer, ne? Wenn da nicht jede Theke irgendwie
belegt ist. Dann ist eine Dekotheke und eine Schnibbel- oder ne, Verarbeitungstheke. Jetzt muss ich mich doch das Messer da nehmen. Und dann ist das ein bisschen besser. Ja. Oh, das ist auch mal ganz cool, wenn man sowas nimmt und dann irgendwie auf so einen Küchenschrank oder so oder hinter die Spüle da hinstellt oder so. Na. So, und dann nach oben verschieben hier, ne? Ja, nicht zu weit, sonst ist da oben dann nochmal so ein Dings steht. Es hängt jetzt ein bisschen im Regal drin, aber es ist besser, wie wenn es in der Luft schweben würde. Wir gucken jetzt nochmal doch weiter mit den Küchengeräten, weil so eine Mikrowelle hätte ich dann schon ganz gern, auch wenn es mich so ein bisschen stört, weil die Dinger ganz gern immer verbaut sind in den modernen Küchen. Eine Spülmaschine haben wir ja schon irgendwo, da habe ich die auch wieder weggeschmissen hier. Wo sind die? Keine mehr. Die ist weg. Das sind nur die. Eine weiße Spülmaschine. Die machen wir da neben die Ding hier, oder? Ja, das ist ein bisschen aufgeräumt da hinten, gegenüber der Spüle. Und eine Kaffeemaschine wäre natürlich auch heiß. Da könnte man sogar ein bisschen diesen Herd hier kaschieren. Das ist eine schöne Kaffeetheke da eigentlich. Ist schön in der Mitte. Ist wieder doof, dass die Gerätschaften da nicht schön nebeneinander hinpassen. Aber das finde ich ganz nice. Ich weiß, wir stellen das dann ein bisschen zu und das Offene kommt dadurch gar nicht so richtig zur Geltung. Wenn wir die vielleicht doch dahin papseln, aber wir uns gehen echt die Theken aus, Leute. Wie würdet ihr das denn machen? Dann lasse ich das hier mal offen. Wir brauchen beide, wir brauchen so ein Malwerk-Dings auch. Oder wir machen eine Kaffeebar-Theke hier vielleicht irgendwie so hin in Richtung Wohnzimmer, dass man da nochmal so eine Kaffeebar hat. Das ist, glaube ich, besser. Das gefällt mir, glaube ich, besser. Das schwappt dann so ein bisschen ineinander über. Hier hat man noch die Nische. Das ist ja perfekt eigentlich. Ja, lass uns das so mal nicht das Ding mitten reinhauen. Und jetzt eine Mikro ist ganz praktisch vom Gameplay her auch, ne? Leute. Müsste man ja eigentlich dahin machen, ne? Das Stück Grün, das wird immer weggeschoben. So. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Also da kann man schon jetzt mit leben, oder? Das ist doch cool. Spülmaschine haben wir, Herd haben wir, Waschbecken, Kühlschrank, Mikrowelle. Alles dabei. Also ich überlasse das euch mal. Das ist meine Küche so far, bisher so. Was sagt ihr denn dazu? Was würdet ihr wie machen? Und ja, weiter geht's dann nächstes Mal hier im Modern Penthouse. Ich bin Daniel von SimFancy. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, und abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen hier zum Modern Penthouse oder natürlich auch den anderen Videos hier im Channel. Und ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Ne? Also das ist jetzt auch wieder so, ja. Das wird nicer Scheiß. Ich freue mich echt auch zu den anderen Teilen, was ihr da noch haben wollt, was ihr da noch sehen wollt. Wirklich ganz wichtig, dass ihr da dazu nochmal auch was sagt, damit ich das dann nächstes Mal oder übernächstes Mal dann mit einbeziehen kann. Ich freue mich echt. Oh, ich will gar nicht aufhören. Das ist immer so schön. Danke euch wirklich. Das ist so cool. Ich kann es echt nicht erwarten, wieder zu lesen, was ihr dazu sagt. Es kommen mir so tolle Sachen mit drum. Das ist echt geil. Danke euch und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.